Während des Ölwechsels im Reduziergetriebe funktioniert die Windkraftanlage nicht und gibt keine Energie an das Netzwerk ab. Die Ausfallzeit hängt von der Rechtzeitigkeit und Richtigkeit der Wartung sowie von den Qualifikationen und der technischen Ausstattung des Serviceteams ab. Das Hauptgetriebe enthält viel Öl. Wenn es manuell ausgetauscht wird, selbst wenn 3 bis 4 Personen beteiligt sind, dauert die Wartung des Reduziergetriebes mindestens eine Arbeitsschicht, was die Verluste der Elektrizitätsversorger erhöht. Um alles schneller, zuverlässiger und mit minimalem Handarbeitsaufwand zu erledigen, müssen Sondergeräte verwendet werden. Heute werde ich Ihnen über eine neue Anlage von der Firma Globecore erzählen. Dies ist die CMMG Premium-Klasse. Das Hauptunterscheidungsmerkmal dieses Geräts ist seine Mehrfachfunktion. Mithilfe der CMMG-Anlage werden alle Prozessschritte im Zusammenhang mit dem Ölwechsel in den Reduziergetrieben der Windkraftanlage durchgeführt. Diese sind ein Altölablauf mit einer Kapazität von 0,25 Kubikmetern pro Stunde, die Spülung eines Reduziergetriebes mit Spülöl und das Einpumpen von reinem Öl mit einer Kapazität von 2,2 Kubikmetern pro Stunde. Zu diesem Zweck ist die Anlage mit 2 Behältern mit einem Volumen von jeweils 950 Litern ausgestattet. Ein Behälter dient zum Transport von reinem Öl und der andere zum Sammeln von schmutzigem Öl. Zum Ölablassen und Einpumpen werden gesonderte Schläuche mit einer Länge von 160 Metern verwendet. Je nachdem, wie hoch die zu wartenden Windkraftanlagen sind, kann ihre Länge auf 40 Meter reduziert oder auf 230 Meter erhöht werden. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal der Anlage ist ihre Mobilität. Die Anlage ist auf einem 2-Achsen-Anhänger montiert und kann mit einem Serviceteam-Fahrzeug mühelos zum Windpark geliefert werden. Neben der Windkraftanlage soll der Anhänger mit Stellfüßen sicher befestigt werden. Die Länge der Anlage beträgt nicht mehr als 611 cm, die Breite 246 cm und die Höhe 179 cm. Die Anlage CMMG ist vielseitig einsetzbar. Sie arbeitet mit mineralischen und synthetischen Ölen sowie Reduziergetrieben aller Modelle. Das Vorhandensein eines Heizgeräts erweitert die Anlagenfunktion. Durch die Ölvorwärmung auf 65 Grad Celsius vor dem Einfüllen in das Reduziergetriebe wird die CMMG erfolgreich in Regionen mit kaltem Klima eingesetzt. Sowohl die Pumpen der Anlage als auch das Reduziergetriebe der Windkraftanlage sind von der Aggression der Feststoffpartikel geschützt, die im Frischöl enthalten sein können. Vor dem Eintritt in die Pumpen wird das Öl durch einen Filter mit einer Filterfeinheit von 500 Mikron und vor dem Pumpen in ein Reduziergetriebe durch 2 Filter mit einer Filterfeinheit von 25 und 3 Mikron geleitet. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit des autonomen Betriebs, für den in der Anlage ein Benzingenerator vorgesehen ist. Wenn es aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, die Anlage an das Stromnetz anzuschließen oder die Spannung während des Betriebs verschwunden ist, wird sie in den Standalone-Modus versetzt und schließt den Ölwechselzyklus trotzdem ab. Gleichzeitig ist das Gerät einfach und bequem zu bedienen. Das Aufrollen der Schläuche erfolgt aufgrund der Arbeit des elektrischen Antriebs der Trommeln automatisch. Hähne, die zuvor manuell geöffnet und geschlossen werden mussten, öffnen und schließen jetzt aufgrund der Arbeit des Servos automatisch. Am Ende des Füllschlauchs ist eine Füllkupplung mit Zähler installiert und wir wissen immer, wie viel Öl bereits in das Reduziergetriebe eingefüllt wurde. Dank des Touchscreens sind alle Arbeitsgänge deutlich erkennbar und der Steueralgorithmus ist für den Bediener benutzerfreundlich. Durch den Einsatz der Globecore-Technologie kann die Dauer des Ölwechsels in den Reduziergetrieben um das 2- bis 4-fache reduziert werden, wodurch die Ausfallzeiten von Windgeneratoren und der damit verbundene Geldverlust verringert werden. Und in welchen anderen Bereichen menschlicher Tätigkeit können solche Anlagen erforderlich sein? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.globecore.com.